Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Für den LS15. Ich stelle euch heute den Zellwirt vor. Das ist ein LKW, der vom lieben Silvester auf Modhoster zur Verfügung gestellt wurde. Ja, fangen wir erstmal mit den Eckdaten an. Er kostete 30.000 Euro Anschaffungskosten. Die Unterhaltskosten betragen am Tag 20 Euro. Maximale Leistung bzw. PS sind 260 PS und 191 kW. So, der Mietpreis beträgt 100 Euro in der Stunde, wenn man dann den Mietmod mit in seinem Mod-Ordner hat. Oder wenn er sich da drin befindet. So, wir schauen uns direkt mal das ganze Ding an. Und wie wir sehen wir, dass er orange ist. So, also man kann die Farbe nicht ändern. Die Farbe ist und bleibt orange, solange er halt nicht zu sehr schmutzig geworden ist, dass man die Farbe dann gar nicht mehr erkennen kann. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze erstmal so ein bisschen im Detail an hier, wie das denn hier gemoddet wurde. Aber auf den ersten Blick sieht das Ganze doch für einen auf alt gemachten LKW, also für einen, der sieht ja, ist ja nicht mehr der neueste, so sieht er ja auch aus, sieht er eigentlich schon gut angepasst aus, sagen wir es mal so. Das Einzige, was mich vielleicht stören würde, die Farbe, die sieht noch so knallig schön aus im Vergleich zu den Rädern oder zum Kühlergrill. Das sieht man ja auch schon so ein bisschen im Kühlergrill drin. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, was mir jetzt nur gerade so auffallen würde. Denn Räder sehen schon auf alt gemacht aus, aber ich finde die Lackierung, oder vielleicht wurde ja auch gerade frisch neu eingestrichen, kann ja auch sein, dass er nur einen Anstrich bekommen hat und dass halt die Reifen und so und dass dann halt noch die Räder und so, das noch halt alt geblieben ist, kann halt auch sein, kann ja sein. So, was uns noch auffällt ist hier, wir haben einen Feuerlöscher, Ersatzrad, auch sehr schön, und wir haben Licht hinten, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter rede, steigen wir erstmal ein, das gute Ding. So, wir starten den Motor. So, der Drehzahlmesser hat sich bewegt und der Tempomat hat sich bewegt. Spiegel hat er auch, den rechten können wir leider nicht sehen, aber ich denke, er funktioniert genauso gut so wie der linke hier. Was können wir gucken? Blinker. Linksblinker, Rechtsblinker, Warnblinker sind alle verbaut. Licht vorne hat er. Fernlicht hat er auch. Das hintere Licht funktioniert doch nicht, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Vielleicht beim Rückwärtsfahren oder so. Auf alle Fälle, was ich sagen kann, ist, dass die Beleuchtung funktioniert. Was hat er noch geschrieben, der Modder? Tachometer und Drehzahlmesser. Also Lenkrad ist auch schön. Also nicht schlecht, sagen wir mal so. Funktioniert eigentlich auch alles gut. Bewegt sich. So. Ja, der Gute kann ja 81 km/h fahren. Ja doch, wenn wir schneller fahren, wenn wir dann mal hier den Berg hochkommen, dann bewegt sich auch der Drehzahlmesser. Ja, das stimmt. Und der Tachometer bewegt sich natürlich dann auch. Das ist auch, kann man auch ein Häkchen hintermachen. Funktioniert. Dann der Staub von den Reifen und die Spuren der Räder. Okay. Also erstmal der Auspuff sieht hier, es sieht schon ein bisschen lustig aus, ne? Wie der Qualm dann da rauskommt. Oder wie der Auspuff da angebaut ist. Also Spuren macht der, Reifenstaub macht er auch. Ja, sehen wir alles. Und ich denke, weil das alles hier auch schon so gut funktioniert, kann man ihm auch glauben, dass der gute LKW auch schmutzig wird, beziehungsweise dass man ihn auch waschen muss. Ich denke,
das scheint alles so zu funktionieren. Der ist eigentlich auch direkt perfekt an den KI oder an die KI hier angepasst. Könnte auch eigentlich ein KI-Fahrzeug sein, denn die sind hier eigentlich auch auf alt gemacht, die KI-Fahrzeuge, auf der Sosnovka. Da passt er eigentlich perfekt rein. Und ja, also für die Sosnovka, beziehungsweise für die KI hier, passt er eigentlich perfekt rein. Da fühlt er sich bestimmt direkt wohl, der LKW. Und ja, was kann man eigentlich noch mehr sagen, als sich zu bedanken bei dem lieben Modder? Also der Mod ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Nochmal vielen Dank an Silvester für den Mod. Und ja, wer ihn sich downloaden möchte, kann das gerne machen und ihm vielleicht ein paar nette Worte schreiben. Wenn ihr an ihn irgendwelche Anregungen, Anmerkungen habt, könnt ihr ihm das gerne unten unter Modhorster schreiben. Also ich bedanke mich erstmal für diesen Mod und ich würde sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns in einer nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis dahin, macht's gut.